Hallo und herzlich willkommen zum Let's Walk and Talk. Heute das Thema Fahrräder. Hallo, neben mir ist der Lukas. Und neben mir der Lee. Let's begin. Fahrräder, was kennst du? Welche Arten von Fahrrädern? Zum Beispiel, also was wolltest du schon immer mal über Fahrräder erzählen? Ich habe damit super Leute überfahren. Außerdem mag ich unheimlich gern Mountainbikes. Mountainbikes sind super. Übersetzt Bergfahrräder, für alle, die das Englisch nicht mächtig sind. Ja, ich bin so einer, der fährt gern mit Bergfahrrädern in der Stadt. Ich mag Cityfahrräder überhaupt gar nicht. Ja, mir geht's genauso. Ich bin mal Citybike, sagt man ja. Das ist ja neudeutsch, ne? Uiuiui. Und da bin ich mal auf einem gefahren, der Schwerpunkt ist mir viel zu weit oben. Das ist ein interessanter Ansatzpunkt. Citybike. Das heißt, du kannst nur Wheelie machen. Du kannst. Das heißt, du gibst zu schnell Gas und machst die ganze Zeit Wheelie und deswegen fährst du die ganze Zeit vom Fahrrad. Kann ich das so interpretieren? Nein, sowas nicht gemeint. Nein, der Punkt war der. Du kannst mit dem Schwerpunkt hinten nicht so leicht die Berge runterfahren. Nein, der ist ja nicht weiter hinten, sondern einfach nur weiter oben. Du bist weiter oben, ja. Du musst einfach viel vorsichtiger fahren. Ich habe einen relativ aggressiven Fahrstil. In München gefährlich, ich weiß, vor allem ohne Helm. Wer fährt in München bitte nicht aggressiv? Nee, aber bei mir ist halt wirklich so, okay, keine auf, wenn du über den Bordstein willst und hast keine Absenkung im Bordstein und du dann auf den Fahrradweg kommst, ist mir scheißegal, ich mache einen Bunnyhop. Und zwar mit einem hübschen Tempo. Bunnyhop? Ja. Ich lehne mich nach hinten und nee, aber ich mache einen Bunnyhop. Lass die Dämpfer die Arbeit tun. Ich mache einen Bunnyhop drüber, ich habe da ein richtig schönes Tempo drauf und hüpfe da aber rüber. Der macht einen eiskalten Bunnyhop. Ja. Wow. Deshalb mag ich Mountainbikes nicht so gern, die sind aber nämlich auch ganz angenehm gefedert, das brauchst du unbedingt, meiner Meinung nach. Also ich brauch's unbedingt. Ich mag Mountainbike auch lieber, weil ich sie immer hatte. Ich mag dieses große Reifenprofil. Früher in Italien sind wir immer Rennen gefahren um einen Block, also ein Block, kleiner Block, es war nur ein Haus. Mhm. Sind wir Rennen gefahren, das waren unterschiedliche, es war Asphalt, dann war es Gehweg, dann war es Kiesstraße. Okay, auch mit Höhenunterschied? Ja. Berg runter, Berg hoch. Oh, fies. Ja, ich weiß, das war richtig geil. Wir sind immer im Kreis gefahren. Lass mich raten, du hast immer gewonnen. Nein, nicht immer. Aber man konnte schön sliden und geil in den Kurven. Das habe ich auch unheimlich gern gemacht. Gott, hatte ich da viele aufgeschlagene Knie. Das waren noch Zeiten. Ich weiß nicht, ich war immer so der Typ, ich bin generell beim Sport eigentlich ein vorsichtiger Mensch. Und ich habe so wenig Sportverletzungen bisher gehabt in meinem Leben. Wenn ich das sage, ich kann es an den Fingern erzählen, was aber daran liegt, dass ich mir die immer beim Basketball gestaucht habe. Ja, ich kann mich mittlerweile schon gar nicht mehr daran erinnern, an die meisten. Ja, gut. An meine gebrochene Hand kann ich mich erinnern. Oder Armgelenk. Was hast du eingestellt? Kein Sport gemacht. Ich stand beim Fußballspielen hinter einem gemachten Tor aus zwei Jacken und habe halt einen Ball auf die Hand bekommen. Aua. Mal passiert. Ach, und da bricht man sich das Handgelenk. Da bricht man sich das Handgelenk, wenn man dann noch 6 ist und die schießen 12 oder 13. Nee, da bricht man sich das Handgelenk. Da bricht man sich das Handgelenk. Was mir gerade einfällt, als ich mein Mountainbike, das habe ich jetzt immer noch, das habe ich seitdem ich 12 bin. Jetzt gerade bin ich ja 20, wenn ich mich irre. Und was? So, das sollte nur heißen, du sollst langsam zum Punkt kommen. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Show angelangt. Ach so. Du darfst deinen Satz noch zu Ende sagen. Ja, genau. Ganz neu. Ich hatte das erste Mal keine Rücktrittbremse, sondern beide Bremsen vorne. Bin ganz flott gefahren, dachte mir, rechts, nee, links, nee, doch, links ist die Hinterradbremse, ganz bestimmt. Ich fasse mich kurz, nein. Das ist ein wunderschöner Abschluss für diese Sendung. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt ruhig in die Kommentare, was wir als nächstes besprechen sollen. Bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen. Tschüss.